Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Heute geht es um alles, was ihr wissen müsst über die fliegenden Drachen, die in Hyrule rumfliegen. Ich bin hier gerade auf dem weißen Drachen und ganz wichtig vorab, hier handelt es sich natürlich auch um Spoiler. Also wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt oder noch nicht so weit seid, dann schaut euch das Video auf jeden Fall später an. Aber ich würde sagen, starten wir direkt rein ins Video. Wie gesagt, ich bin noch hier auf dem weißen Drachen. Das ist Zelda. Für die, die die Story gespielt haben, wissen das. Und da können wir hier gerade mal langlaufen. Das ist nämlich nicht so wie früher, dass man die Drachen nicht berühren darf. Man kann die Drachen jetzt berühren und sogar auf denen rumlaufen oder sich von denen transportieren lassen. Und auf den Drachen findet man sogenannte Drachensteine. Auf jedem Drachen verschiedene. Und ich suche gerade welche. Normalerweise sind die immer an diesen Hörnern. Da vorne ist eins. Und Weißdrachenstein. Diesen Weißdrachenstein, den könnt ihr auf eure Waffe machen. Und habt dann eine sehr starke Waffe. Also ich benutze die immer zur Waffe oder verkaufe die gerne. Wenn ihr sowieso schon mal auf dem Drachen seid, dann solltet ihr die auf jeden Fall einmal abfarmen und mitnehmen. Das gilt nicht nur für den weißen Drachen, sondern natürlich auch für Rafarore, Nydra und Fodra. Ich kenne den Namen nicht alle auswendig. Ihr wisst schon, Feuer, Eis und der Elektrodrache. Und da können wir direkt mal den ersten Top-Tipp raushauen. Und zwar ist es nicht so wie in Breath of the Wild, dass man zu einer bestimmten Uhrzeit den Drachen an einer bestimmten Stelle hat, sondern die Drachen folgen immer einer ganz bestimmten Route. Da werde ich hier jetzt mal auch ein Bild zu einblenden, damit ihr genau wisst, welcher Drache welche Route nimmt. Der weiße Drache ist relativ easy. Der bleibt immer komplett auf der Map und geht einmal so im Kreis, wie die Ringbahn in Berlin quasi. Den ganzen lieben langen Tag fliegt der weiße Drache mit eiskaltem Blick um Hyrule rum. Und die anderen drei, die verschwinden teils unterhalb der Map. Es gibt auf der Map überall diese riesigen Löcher. Und dort verschwinden und tauchen die auf. Ihr habt das gerade in dem Foto auf jeden Fall gesehen. Wenn ihr da genau die Route sehen wollt, würde ich vorschlagen, macht euch davor einen Screenshot. Dann wisst ihr mal ganz genau, wie die Route ist. Die zweite Sache ist, ich hatte es gerade schon mal angedeutet, ihr könnt nicht die Zeit vorskippen, um die Position des Drachen zu ändern. Die Drachen folgen immer dieser Route, es ist komplett egal, was ihr mit der Zeit macht, egal ob die vorstellt oder nicht. Der Drache bleibt auf dieser Route und bleibt dort eigentlich die ganze Zeit in Echtzeit. Also kann man nicht sagen, zu der Tageszeit ist der Drache da, zu der Tageszeit ist der Drache da. Wenn ihr Drachen suchen wollt, dann würde ich euch raten, immer diese Punkte abzufarmen. Und als nächsten Tipp, wenn ihr so einen Drachen dann jetzt hier gefunden habt und dann wollt ihr natürlich die Schuppen, ihr könnt eine Schuppe haben, ihr könnt das Horn haben, ihr könnt eine Kralle haben oder den Zahn haben von so einem Drachen. Und was ihr dafür machen müsst, ist einmal den Drachen angreifen. Zack. Und dann könnt ihr die einsammeln. Ich habe jetzt hier gerade eine Schuppe bekommen. Das gleiche geht natürlich auch am Horn und bei den Zähnen und bei der Kralle. Bei der Kralle ist das doofe, die hat keine Hitbox, dass ihr euch draufstellen könnt. Das heißt, die Kralle müsst ihr mal abschießen, vom Drachen runterspringen, die einsammeln. Ist ein bisschen doof. Aber was ich machen würde, wenn ihr diese Schuppen oder Zähne oder so sammelt, ist euch hier hinhocken. Einmal schlagen, wie ich es gerade gemacht habe. Die Schuppe einsammeln. Und dann einen 10-Minuten-Timer setzen. Weil die Drachen haben einen Cooldown von 10 Minuten. Oder wenn ihr gut seid, einfach alle 4 Drachen einmal abfarmen. Und dann wieder zum ersten Drachen hingehen. Warten, bis die 10 Minuten vorbei sind und wieder alle 4 abfarmen. Oder ihr bleibt einfach auf dem Drachen hier stehen. Wartet 10 Minuten und dann könnt ihr den Drachen ganz normal nochmal angreifen. Und wieder eine Schuppe, ein Horn, eine Kralle oder einen Zahn abfarmen. Jetzt natürlich noch wichtig zu wissen, welche Rüstungen man mit den Drachen-Items überhaupt upgraden kann. Und da kommen eigentlich nur zwei sehr gute in Frage. Und das ist, wie ich schon öfters in Videos gesagt habe, einmal die grimmige Gottheitsrüstung. Dort braucht ihr von allen drei Drachen, nicht vom weißen Drachen, sondern von den anderen, von allen drei Drachen sowohl eine Schuppe, ein Horn, ein Zahn und eine Kralle.
Und dann habt ihr diese Rüstung auf maximalem Level. Und ganz wichtig, die neues Reckengewand-Rüstung. Die hat ja 32 Verteidigung, ist also eine der stärksten. Und da braucht ihr alle Items von dem weißen Drachen hier. Zweimal die Schuppe, zweimal die Kralle, zweimal den Zahn und zweimal das Horn. Und das sind so die Rüstungen, die ich empfehlen würde für die Drachen-Sachen. Wenn euch da noch was einfällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mir würde so jetzt ad hoc nichts einfallen, wo die Drachensachen extrem wichtig sind. Wie gesagt, die grimmige Gottheit-Rüstung ist sehr gut, weil die halt den Angriffsboost gibt. Und das Reckengewand, weil es die meiste Verteidigung hat. Und zusammen in Kombination ist es einer der besten Verteidigungen. Abgesehen natürlich von dem Heldengeist. Der hat da natürlich am meisten Verteidigung mit Abstand von allem. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde natürlich sehr ein Like auf dem Video freuen, Follow auf dem Kanal. Ab dem 2. Juni wird es vermehrt den Diablo-Content geben. Und wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne ein Follow dalassen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.